Zunächst erstmal willkommen zu unserem online täglichen jugendlichen Shiur. Gestern haben wir folgende Themen besprochen, und zwar praktisches Tun in Bezug auf Mitzvot, zum Beispiel Nitilat Yadayim am Morgen. Wir haben gesagt, dass es sehr gefährlich sein kann für Menschen, wenn sie das nicht machen und wenn sie dann ihre Öffnung am Kopf berühren, das heißt Mund, Nase, Ohren, Augen. Und deswegen sollte man das morgens machen. Warum habe ich das gestern angesprochen? Weil wir vorgestern geklärt haben, bezüglich Adam, dass er diesen perfekten Status hatte und dass er das alles vermasselt hatte und wir jetzt das Ziel haben, das Ziel eines jeden Menschen auf dieser Welt ist es, das Level von Adam im Ursprung zu erreichen. Und das kann man nur machen durch Mitzvot, durch die Tora. Und heute gibt es einen weiteren Aspekt, aber den starte ich erstmal mit einer Geschichte. Heute ist die Jagdzeit von Rav Ovadia Yosef. Vielleicht schon mitbekommen, Rav Ovadia Yosef ist ein großer sephardischer Rabbiner, der Oberrabbiner von Israel bis vor einigen Jahren. Er ist dann vor einigen Jahren verstorben. Er war auch schon ziemlich alt. Und heute ist seine Jahrzeit. Heißt, heute vor einigen Jahren ist er gestorben. Und ich möchte, um mein Thema einzuleiten, möchte ich mit einer Geschichte von ihm anfangen. Und zwar war er nicht irgendein Rabbiner. Er war sehr besonders. Er wurde von allen sehr hoch geachtet, weil er eine große halachische Autorität war. Was bedeutet halachische Autorität? Die Halacha hat er ausgelegt für die sephardischen Juden. Das heißt für uns auch. Halacha ist Gesetz. Wie kann es sein, dass jemand Gesetze auslegt? Die Welt verändert sich ständig und auf einmal erfindet die Menschheit Alexa zum Beispiel oder Smartwatches oder sonst noch was und er hat die Halacha ausgelegt. Darf man zum Beispiel am Shabbat benutzen oder nicht? Oder früher gab es nicht mal Zahnbürsten oder Zahnpastas. Dann hat er ausgelegt, darf man benutzen oder nicht? Bezüglich der Feinheiten, die nicht geklärt sind, dann geht man zu solchen Leuten und er klärt das auf. Deswegen war er ein ziemlich großer Mann, auch ziemlich stark in der Tora und bis heute orientieren sich alle sephardischen Juden an seinen Gesetzen, die er geschrieben hat. Und über ihn gibt es einige Geschichten. Er ist nämlich nicht in Israel geboren. Im letzten Jahrhundert ist er im Irak geboren. Und dann ist er als junger Mann nach Israel gekommen und hat halt in Jerusalem weiterhin gelernt und ist dann auch in Jerusalem später gestorben. Es gab aber auch Zeiten, wo er nach Ägypten geschickt wurde. Das heißt, es gab eine Zeit, wo in Ägypten noch eine jüdische Gemeinde geherrscht hat. Es gab tatsächlich in Ägypten eine jüdische Gemeinde in Alexandria bis vor einigen Jahren. Und heutzutage gibt es in Ägypten keine Juden mehr, aber früher gab es eine riesige jüdische Gemeinde dort und da gab es ein paar Probleme und sie haben ihn dorthin geschickt, um quasi dort auszuhelfen. Und er ist da hingekommen und was sieht er? Er sieht, dass als er nach Ägypten gekommen ist, findet er eine sehr interessante Situation vor. Der ägyptische Oberrabbiner und die hohen Leute dort, die eigentlich die religiösen Autoritäten, die waren eigentlich nicht so religiös, wie man sich gedacht hat. Im Gegenteil, die haben sogar manchmal Regeln gebrochen. Und da gab es einen Schlachter, ein Schochet, der hat Tiere geschlachtet und der hat einfach gegen die Regel geschlachtet. Ihm war egal, total egal, Tier koscher, nicht koscher ist das Tier, basta, ich schlachte das und fertig. Egal, ob das Tier koscher dann ist oder nicht, weil es gibt ja bestimmte Prozesse, man muss nach der Schlachtung, schaut man sich bestimmte Organe an, um zu gucken, ob es dort Krankheiten gab und dann entscheidet man wiederum, ob es koscher ist oder nicht. Ihm war das total egal, er hat geschlachtet, tja, verkaufen. Wenn natürlich Geld im Spiel ist, dann manchmal macht man auch die Augen zu auf gewisse Sachen, aber Rav Ovadia Yosef war nicht von denen. Er war knallhart, er hat gesagt, so läuft das nicht weiter und er hat die Leute nicht nur zurechtgewiesen, sondern er hat auch dafür gesorgt, bezüglich diesen Schochets, ihm ein Verbot ausgestellt, dass er darf nicht mehr seiner Tätigkeit nachgehen. Darf er nicht. Und dann ist dieser Schochet richtig wütend geworden und tatsächlich hat er ihn sogar verfolgt. Als die Zeit von Rav Ovadia Yosef in Ägypten vorbei war und er dort Ordnung angerichtet hat und er nach Israel gezogen ist, und auf einmal, 10 Jahre später, 15 Jahre später, niemand erinnert sich mehr an diesen alten Schochet, der seinen Job verloren hat, weil er Sachen dann nicht koscher gemacht hat. Niemand erinnert sich daran. Auf einmal kommt ein Mann in sein Zimmer mit einer Pistole. Das war dieser Typ. Und er sagt, ich bin hier, weil du mein Leben du hast mein Leben zerstört. Wegen dir konnte ich nicht mehr arbeiten. Ich war arbeitslos, ich war richtig arm. Wegen dir, weil du dieses Verbot für mich ausgestellt hattest, dass ich nicht mehr arbeiten darf, dass ich nicht mehr koscher bin. Und er war so wütend, er hatte eine Pistole dabei und hat auf Rav Ovadia Yosef gezielt. Jude gegen Jude. Rav Ovadia Yosef, was macht er? Macht das so zur Seite, er sagt hier. Und hat auf sein Herz gezeigt, hat gesagt, hier, ziel hier hin. Warum? Weil er wusste, er hat nichts falsch gemacht. Im Gegenteil, er hat sogar was Richtiges gemacht. Er hat nach der Tora zu 100% gehandelt. Und jetzt hat er sich gedacht, wenn ich nichts falsch gemacht habe, ich habe alles richtig gemacht, zu 100% nach der Tora gehandelt, zu 100% den Willen von Gott erfüllt, warum sollte dann Gott zulassen, dass diese Person mich tötet? Warum? Weil wer getötet wird und wer tötet, das entscheidet nur Hashem.
Wenn Gott etwas dagegen hat, zum Beispiel, dass diese Person getötet wird, dann wird Gott das nicht zulassen, ist doch klar. Und so hat auch Rav Ovadia Yosef gedacht. Aber andersrum, wenn ich alles richtig gemacht habe und ich werde doch getötet, dann kann es nur zum Besseren sein, weil warum? Gott wollte es so. Ist wohl das Beste, was mir passieren kann eigentlich. Warum? Weil Gott möchte es so. Und deswegen hat er gar keine Angst gehabt. Wir müssen uns mal in seine Lage versetzen. Einfach gesagt hat, hier, zieh ich hier hin. Ich habe ein bisschen das Ende der Geschichte vergessen. Ich glaube, die Pistole hat nicht funktioniert oder er wurde aufgehalten oder sonst noch was. Auf jeden Fall, davor bei Josef ist nichts passiert. Und er wusste, dass eine Person, die auf dem Weg der Tora ist, auch wenn es für sie brenzlig wird, im Endeffekt, Hashem beschützt diese Person. Warum? Weil sie auf dem Weg der Tora ist. Aber was hatte Rav Ovadia Yosef, was viele heutzutage nicht haben? Er hatte eine Sache, die heißt Emunah. Emunah heißt Glaube oder dieser Wille. Emunah heißt, wenn ich mich zu 100% auf Gott verlasse. Ich bin zu 100% überzeugt, dass egal was passiert, egal was, alles ist erstens von Gott und alles passiert im Großen und Ganzen, ist das zum Guten. Auch wenn ich es jetzt nicht verstehe, auch wenn ich es jetzt nicht kapiere, ich kapiere nicht, weshalb ich die 5 in Mathe bekommen habe. Ich kapiere nicht, warum ich auf der Straße runtergefallen bin, als ich auf dem Skateboard war. Ich kapiere dies und das nicht. Ich kapiere nicht, warum die Bahn zu spät war. Ich kapiere nicht, warum ich hier und da zu spät gekommen bin. Aber ich weiß, es ist besser so für mich. Das ist Emunah. Emunah ist aber auch nicht nur das, sondern Emunah ist auch die persönliche Beziehung zu Gott. Wenn ein Jude ein gutes und erfülltes Leben haben möchte und ein Leben voller Wunder haben möchte, dann braucht man Emunah. Und Emunah kriegt man, wenn man anfängt, mit Gott zu reden. Heißt, nicht nur Tefillin machen, Schma Israel, nicht nur Amidah machen, sondern mit Gott reden heißt, es gibt eine bestimmte Tageszeit oder es gibt bestimmte Momente am Tag, wo ich mir Zeit nehme, 5 Minuten, und anfange mit Gott zu reden. Für manche ist das ziemlich schwer, weil sie nicht daran gewöhnt sind. Und dann gibt es Situationen, wo man ständig mit Gott redet, überall, wenn du auf dem Weg bist, wenn du in der Bahn bist, überall, wo du bist, außer natürlich auf dem Klo, aber überall sonst redet man mit Gott. Nicht, man fragt nicht nur, bitte gib mir das, bitte gib mir das, bitte gib mir das, sondern man redet hier und da und das ist die Situation und so ist die Situation. Jetzt fragt man sich natürlich, warum brauche ich mit Gott reden und warum muss man überhaupt beten, wenn Gott schon jetzt eigentlich weiß, was ich brauche und er schon jetzt eigentlich weiß, was ich möchte. Warum muss ich das dann sagen? Die Antwort ist, Gott weiß dass natürlich, was du möchtest und er weiß auch, was du brauchst, aber indem du es aussprichst, indem du das ihm sagst, zeigst du, wie wichtig es dir ist. Weil wenn mir eine Sache nicht wichtig ist, dann spreche ich nicht darüber. Aber wenn mir eine Sache sehr, sehr, sehr wichtig ist, dann spreche ich darüber, selbst wenn ich ahnen könnte, dass der andere vielleicht schon davon Bescheid weiß, aber weil mir eine Sache wichtig ist, dann spreche ich darüber. Und indem wir beten, indem wir zu Gott sprechen, zeigen wir ihm, wie wichtig diese Sache ist. Jeder sollte sich ein Ziel setzen. Was ist das Ziel? Ganz einfach, ganz am Anfang gesagt, um Emunah zu bekommen, ist jeden Tag zu Gott persönlich zu beten. Es ist dieses Gebet nennt sich persönliches Gebet. Man spricht von alleine. Und ihn für 5 Sachen zu danken. Man muss kreativ werden und sich 5 Sachen aussuchen. Für manche ist es einfach, für manche ist es nicht so einfach. 5 Sachen muss man Danke sagen. Und dann langsam, langsam, dann wird es 10 Minuten am Tag. Und dann auf einmal ist die persönliche Beziehung da. Und wenn die persönliche Beziehung da ist, auf einmal, wenn du ein Gesetzbuch liest oder Torah oder du willst irgendwie was lernen, auf einmal willst du dann auch was lernen, dann klappt das langsam und langsam und auf einmal versteht man. Weil wenn man sich zu etwas zwingt, das ist vielleicht ein Anfang, aber so kann man nicht weitermachen. Und damit das nicht passiert, braucht man diese Emunah. Und das erreicht man erstens durch das Wissen und das Verständnis, dass alles kommt von Gott, sowohl das Gute als auch das Schlechte. Und zweitens, man muss anfangen, persönliche Beziehungen aufzubauen, indem man anfängt zu reden und mehr von Gott hat im Leben. Und Be'ezrat Hashem, die Folge wird sein, ein erfülltes Leben und ein Leben ohne Sorgen. Weil eine Person, die keine Emunah hat, die hat Sorgen. Eine Person, die Emunah hat, die hat keine Sorgen. Heißt nicht, dass sie auf einmal nichts macht. Sie gibt sich Mühe, aber mittendrin keine Sorgen. Und in diesem Sinne, ich glaube, das war's für heute.